Sei gegrüßt, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Hier ist Vyacheslav Seewald, melde mich aus dem Allgäuer Wald. Und am Beispiel dieses Baumes möchte ich dir aufzeigen, wieso ist es sehr wichtig, an den eigenen Wurzeln zu arbeiten. Ich befinde mich jetzt im Allgäu, wo vor kurzem ein Wind geweht hatte und einige Bäume umgestürzt wurden. Und wie man hier sieht, das ist ein Riesenbaum und zwar auch dann starke Wurzeln in der Breite hatte gehabt. Problem ist, seine Wurzeln waren nicht tief genug. Und wie man sieht zum Beispiel, der Baum, der ist ziemlich lang und groß gewesen. Also äußerlich gesehen hat er auch dann ziemlich gesund ausgeschaut. Nur das Problem ist, und zwar, dass er seine Wurzeln nur an der Oberfläche ausgebreitet hat und nicht in die Tiefe sind die gegangen. Und übertragen gesehen, auch auf das Volk, ist es sehr wichtig, dass jeder von uns seinen eigenen Ahnenstamm möglichst in die Tiefe weiß. Denn die eigenen Ahnen, das sind unsere Wurzeln, vereinfacht gesagt. Und wir sind in der Gegenwart, also wir sind jetzt der Baumstamm, vereinfacht gesagt, und die Früchte oder auch das, was auch dann die Krone und so weiter, das sind dann unsere Kinder. Und wenn wir in der Gegenwart stark genug sein wollen, und zwar, dass wir auch das deutsche Volk zum Beispiel in 200 oder in 500 Jahren auch nach wie vor gibt, dass es auch dann genug Kinder gibt, wo können wir unsere Kraft schöpfen? Wir müssen das aus unseren Wurzeln schöpfen. Und so sieht man auch dann hier bei diesem Baum, und zwar, dass man den deutschen Menschen auch Folgendes gemacht hatte. Man hat ihre Wurzeln, vereinfacht gesagt, abgeschnitten mit dem Zweiten Weltkrieg, der auch dann gesteuert wurde für einen Großangriff auf Sowjetunion, hat man das deutsche Volk einfach missbraucht mit Hitler und so weiter. Falls du mehr darüber erfahren möchtest, unter dem Video findest du weitere Informationen, also in der Beschreibung darüber. Und man hat die einfach missbraucht und dann durch die Umerziehung, vereinfacht gesagt, hat man einen Keil gemacht. Ja? Man hat ihre Wurzeln abgeschnitten, dass diejenigen, die vorher gewesen waren, im 20. Jahrhundert, 19., 18., 17. Jahrhundert und so weiter, all das wird weggeschnitten, vereinfacht gesagt, und wird nur der Fokus gemacht auf die Zeit zwischen 33 und 45, dass angeblich alles schlecht war und so weiter. Und das ist ein Riesenproblem für die Menschen, dass die kennen nur ihre Vorfahren, vielleicht in der zweiten, maximal in der dritten Generation. Aber wer von uns kennt denn seine Vorfahren, ja, zum Beispiel aus dem 19. Jahrhundert oder noch tiefer? Und deswegen, wenn du für sich persönlich mehr Kraft schöpfen möchtest in der Gegenwart, beschäftige dich mit deinen Wurzeln, vertiefe dich. Denn wie wir hier auch beim Spaziergang jetzt im Wald gesehen haben, sehr viele, auch junge Bäume, sind umgefallen. Wie gesagt, das ist ein größeres Prachtstück. Ja, man sieht auch dann seine Wurzeln, wie breit die sind in der Breite. Ja, doch viele junge sind auch dann umgefallen, auch Wurzeln umgerissen. Wieso? Ihre Wurzeln waren auch nur an der Oberfläche. Doch es gibt andere Bäume, die ihre Wurzeln in die Tiefe haben. Und dann kann egal welcher Wind weht, die würden zwar wackeln, vielleicht ein oder zwei Äste mal abfallen, ja? Dass die abgebrochen sind sozusagen. Doch der Baum an sich selber, der Stamm, der würde auch dann stehen bleiben. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich mit den eigenen Ahnen beschäftigt. Und zwar, dass man auch ihre Geschichte weiß. Denn so wirst du auch dann für sich mehr erfahren. Wie haben die gelebt? Vereinfacht gesagt, welche Gedankenmuster haben die gehabt? Denn rund 80 bis 90% unserer Gegenwart wird von den Ahnen projiziert. Und zwar, wir wiederholen, dass wir unser Vater, Mutter war, Großvater, Großmütter und so weiter, wie die gewesen waren, welches Verhalten haben die gehabt, welches auch Essgewohnheiten und so weiter. Und nur ein kleiner Teil sozusagen ist auch dann von uns selber als Seele mitgeerbt aus den anderen Inkarnationen. Und deswegen, wenn du persönlich für sich mehr freier, kraftvoller leben möchtest, ist es sehr wichtig, dass du deine Wurzeln erstmal stärkst in die Tiefe. Durch die Beschäftigung mit deinen Ahnen wirst du auch für sich besser verstehen, welche Gedankenmuster haben die gehabt und Verhaltensmuster und Regeln. Ja, und so kannst du dein eigenes Verhalten besser erkennen, ja, und kannst dementsprechend auch dann verändern, falls du natürlich willst, an dir selber zu arbeiten, um noch kraftvoller zu sein. Und wichtig ist, der dritte wesentliche Punkt ist es, wenn du mit deinen Ahnen sich beschäftigst, ihnen Heilung schickst, vereinfacht gesagt, wenn man den Baumstamm beleben möchte, muss man Wasser nicht auf die Blätter gießen, sondern man muss Wasser auf die Wurzeln gießen. Erst dann wird der Baumstamm belebt werden.
Und deswegen ist es sehr wichtig, dass beschäftige dich mit deinen Ahnen, schicke ihnen Aufmerksamkeit. Ja. Beschäftige dich nicht mit chinesischen Ritualen oder auch dann Kulturmedizin oder mit Indianertum oder weiß was ich was, afrikanischen Kulturen. Beschäftige dich mit deiner Kultur, mit deinen Wurzeln. Erst so wirst du die Kraft schöpfen. Erst so wirst du überhaupt dann die Stärke überhaupt gewinnen. Denn bildlich gesprochen, wenn jetzt dein Ahnenstamm umgefallen ist und du sagst, nein, ich mag diesen Ahnenstamm nicht, das ist zwar alles dreckig, schlecht und so weiter in der Vergangenheit. Ich beschäftige mich lieber hier mit der chinesischen Kultur, chinesische Medizin. Was machst du bildlich gesprochen? Du würdest Wasser auf einen anderen Baum gießen, auf die anderen Wurzeln. Und dann deine Ahnen, die würden sagen, hey, was ist los? Der ehrt die Ahnen, der anderen. Also sollen die ihm schenken. Und das ist das wesentliche Problem, dass in Deutschland auch dann zu wenige Menschen sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigen wollen, mit ihrer Kultur, mit ihrer Ahnen, gießen zu wenig Wasser. Lieber verstecken die, beschäftigen die sich mit allem Möglichen, in Anführungsstrichen Spiritualität, wo vieles überhaupt von der globalen Elite ihnen aufgezwungen ist, damit sie sich mit allem Möglichen beschäftigen. Hauptsache nicht mit ihrer Kultur, nicht mit ihrer Vergangenheit, nicht mit ihrer Ahnen und so letztendlich auch dann schwach bleiben. Und da sehen wir in der draußen in der Welt, ja, kleine Herausforderungen, wen, was machen viele Menschen? Die ducken zusammen. Wieso? Die sind in der Angst, die sind kraftlos und die sind schwach letztendlich. Und deswegen mein Tipp von meiner Seite, falls du mehr Kraft haben möchtest, beschäftige dich mit sich selber, mit deinem Stamm jetzt in der Gegenwart. Aber wichtig ist vor allem, beschäftige dich mit deinen Wurzeln, pflege sie. Ja, gieße Wasser dorthin und dann garantiere ich dir, nach einer gewissen Zeitverzögerung wirst du wunderbare Früchte tragen, denn das ist eine natürliche Gesetzesmäßigkeit. Und falls du mehr über die Ahnen erfahren möchtest, unter dem Video stelle ich weitere Informationen rein. Abonniere meinen Kanal hier auch auf YouTube. Wichtig ist auch auf Telegram, stelle ich auch viele Informationen rein. Falls dir diese Information auch gefallen hat und du für wichtig findest, mach einen Daumen nach oben, denn so zeigst du dem YouTube-Algorithmus, dass dieses Video wichtig ist und so würden es mehr Menschen sehen. Und auch hinterlasse einen Kommentar unter dem Video, was du darüber hältst, wie siehst du das deutsche Volk, wie siehst du allgemein die Situation mit den Wurzeln, ob das wichtig ist oder ob ich hier einen Schmarrn erzähle, dass es auch überhaupt nicht wichtig ist, sich mit den eigenen Wurzeln zu beschäftigen, sich zu pflegen. Also mach auch deine Meinung, schreib darunter, würde mich auch interessieren. Und falls du dir auch dann dieses Wissen für wichtig erachtest, dann verteile es bitte weiter. Somit leistest du einen aktiven Beitrag, Wurzelnpflege, nicht nur bei sich selber, sondern in der gesamten deutschen Kollektivzelle meine ich. Das war mit dir Vyacheslav Zeywald aus dem Allgäu. Ich hoffe, dieses Wissen hat dir geholfen, besser zu erkennen, wieso es so wichtig ist, seine eigenen Ahnen zu ehren und wieso macht das Sinn. Denn letztendlich profitierst du davon, dein Ahnenstamm und letztendlich die gesamte weiße Rasse.